Und somit sage ich Hallo an alle, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir spielen heute nämlich Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ein Spiel, welches mir damals wirklich alle Nerven geraubt hat, aber auch verdammt geil ist. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ab und zu neue Spiele auf dem Kanal hochzuladen und mal schauen, wie diese bei euch ankommen, wenn diese gut ankommen. Dann natürlich auch eine ganze Serie daraus machen, aber heute habe ich mir einfach gedacht, ich habe Bock auf wieder mal etwas Klassisches und das wäre in dem Fall eben Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ein Spiel, welches mein Yu-Gi-Oh! Fachwissen damals komplett über den Haufen geschmissen hat. Aber gut, starten wir mal das Ganze. Und mal schauen, was uns alles im alten Ägypten erwartet. Ich bin am Ziel. Endlich habe ich ihn gefunden. Den verbotenen Schatz der mystischen Beschwörer. Okay, so viel lachen kann ich jetzt ja nun auch nicht. Aber es kann losgehen und die Musik in Forbidden Memories ist halt so geil. Übrigens, wenn die Lautstärke nicht passt, sorry, ich habe etwas rumexperimentiert. Ihr wisst es, neues Spiel, anderer Sound und, aber egal. Let's go! Mein lieber Prinz, geht ihr wieder in die Stadt, um Karten zu spielen? In euren Adern fließt königliches Blut und ihr geht wie ein Gewöhnlicher durch die Straßen. Habt ihr keinen Stolz? Ehrlich gesagt, ich bin entsetzt. Ja, Bro, sorry. Halt! Wartet, mein Prinz! Mist, er ist weg. Okay, und damit sind wir jetzt in the city. Und wir haben viele verschiedene Orte, doch der erste, den wir besuchen, ist erneut der Pharaonenpalast. Warum, werden wir gleich sehen. Prinz Efti, endlich! Es ist schon spät, bitte geht zum Palast zurück. Mein Prinz, wenn ihr immer noch Karten spielen wollt, dann messt euch mit mir. Wenn ihr verliert, geht in eure Gemächer zurück. Ich bin ein würdiger Gegner für euch. Let's go! Mein lieber Prinz, ich habe euch das Spiel gelehrt. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr gewinnt, oder? Fangen wir an. Es ist Zeit für ein Duell. Okay, was haben wir für interessante Karten? Okay, ich sehe keinen Drachen, das gefällt mir schon mal nicht so. Ich will es nach Typen ordnen. Magier, Untote, Tote, Krieger. Eine Bestie, okay. Der Flammenzerberus. Mystische Kette, Skellengel. Wettergott. Okay. Das sind beschissene Karten. Wie viele Wassermonster möchte ich noch haben? Ja. Oh mein Gott. Ein dunkles Amulett und das schwarze Loch. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe die schlimmsten Karten bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Wassermonster. Oh mein Gott. Aber ja, it is what it is. Wir kämpfen uns auf jeden Fall durch. Und mit der Zeit bekommen wir vielleicht bessere Karten. Okay, was ist genau so besonders und anders in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Wir starten das Spiel immer mit 5 Karten auf der Hand. Nur können wir jede Karte mit jeder anderen Karte versuchen zu fusionieren. Das könnte eventuell etwas ergeben, weil hier gibt es eventuell ein Schema. Aber es gibt auch Sachen, die logisch unlogisch sind. Ich kann es euch nicht erklären. Zum Beispiel hier habe ich jetzt einen Skeletten, einen Untoten mit einem Krieger vereinigt. Und ach ja, je nachdem wie viele Karten wir verbrauchen, so viel bekommen wir wieder zurück auf die Hand, damit wir immer 5 auf der Hand haben. So, und hier haben wir es nämlich jetzt, wir haben einen Krieger mit einem Skelett oder was auch immer fusioniert und daraus ist eben der Zombie-Ritter entstanden. Und das funktioniert so überall. Nur gefühlt kann man diese blöden Wasserviecher mit nichts fusionieren. Und auch ja, desto weniger Karten man verbraucht, desto ein höheres Ranking bekommt man am Ende des Duelles, womit man dann auch bessere Karten natürlich bekommt. Aber so, da haben wir es und wir greifen mal an.
Wir können mit jedem Monster ganz normal angreifen. Und jeder der beiden Duellanten, sprich ich und der Gegner, haben je 8000 Lebenspunkte. Und es gibt halt so Spielmechaniken oder das Spiel selber generell, wo es ein paar Sachen gibt, die ziemlich unfair sind. Hier zum Beispiel fusioniere ich ein Skelett mit irgendeiner Pflanze in der Hoffnung, dass da ein Pflanzenskelett rauskommt. Und ja, ich liege richtig. Es gibt Sachen, die sind halt ziemlich unlogisch in dem Spiel, aber das macht es aus. Und ich denke, die RNG in dem Spiel besagt in manchen Duellen, dass der Gegner, das mag ich mal irgendwo gehört haben, mit 20 Karten auf der Hand anfängt, auch wenn wir nur 5 sehen, also er quasi die Wahl zwischen den 20 Karten hat. Und. Also das Spiel ist so ziemlich unmöglich. Der Cyberstein. Das Spiel ist ein verdammt schwieriges Spiel, was auch verdammt schwer und gefühlt unmöglich ist, ganz normal durchzuspielen. Also ich zumindest in meiner Kindheit habe es nie durchgespielt. Ich habe es nur durchgespielt mit Quicksaves. So habe ich es einmal geschafft, nachdem ich, glaube ich, 500 Mal gegen denselben Gegner gekämpft habe und mich duelliert und duelliert und duelliert habe. Bis ich irgendwann mal meine designtechnisch Lieblingskarte bekommen habe, den blauen Meteordrachen, und den dann mit dem Feldzauber Berg und diesem komischen Drachenstein oder was auch immer noch einmal höher pushen konnte und so dann den Gegner besiegen konnte. Aber hier haben wir den ersten Sieg eingefahren und mit einem Rang S. Wir bekommen 1, 2, 3, 4, 5 Sterne, welche wir dann übrigens ausgeben können für andere Karten, welche wir im Shop kaufen können, indem wir dann den Code der jeweiligen Karte angeben, welcher links unten auf jeder Karte hinterlegt ist. Und links unten, seht ihr, haben wir das Monsterauge bekommen. Da wird mal hochkant ein Wassermonster rausfliegen. Ihr habt gewonnen. Anscheinend war ich ein guter Lehrer. Ihr seid sehr stark. Ihr habt klar gewonnen. Geht jetzt meinetwegen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Und jetzt sind wir wieder draußen unterwegs. Schauen wir mal im Schrein vorbei. Was gibt's denn da? Okay. Diese heiligen Hallen stehen unter dem Schutz des Erzmagiers Haishin. Ungläubige sind nicht willkommen. Hinfort mit euch. Bro, ich bin der Prinz. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wie schaut's beim Stadtplatz aus? Am Stadtplatz wimmelt es von Menschen. Dabei ist dort gar nichts los. Okay? Egal. Dann gehen wir mal, wo auch immer hin, ich glaube zum Duellierplatz, und schau mal, was da alles auf uns wartet. Ich habe auf dich gewartet, FD. Jono war auch hier. Jono oder Jono? Ich bin mir nicht sicher. Bis vor ein paar Minuten, aber jetzt ist er weg. Wie war es mit einem Duell? Natürlich. Okay, spielen wir. Hoffentlich bist du ein guter Verlierer. Das glaubst du, dass ich verlieren werde. So. Das Monsterauge ist genauso beschissen wie alle anderen Monster. Let's go! Aber gut, ich glaube gegen... Ich glaube, sie heißt Theana. Nicht Thea, Theana. Sollten wir kein allzu schwieriges Spiel haben. Die sollte relativ einfach sein zu besiegen. Und ja, ein Anfängertipp. Versucht alles irgendwann mal irgendwie zu fusionieren. Dann wisst ihr, was, wie, wo, wann, wo in etwa funktioniert. Und so könnt ihr herumexperimentieren. Und ja... So. Okay. Was können wir hier draus machen? Kann aus dir etwas werden? Was machst du stärker? Teil gibt dunklen Magienmacht. So, ich will mal alle Monster loswerden. Weg mit euch. Falls ihr Tipps habt mit den Wassermonstern, wie man die fusionieren kann, da ihr seht... das funktioniert sogar. Interessant. Da wir viele in Maßen haben und... ich absolut keinen Bock auf diese habe, könnt ihr mir ruhig reinschreiben, ob man die fusionieren kann und wie man die fusionieren kann, sprich mit welchen anderen Monstern oder Monstertypen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Hilfe. Aber ich denke, gegen Theana haben wir jetzt überhaupt kein Problem. Okay, sie spielt alles im Verteidigungsmodus. Wir wollen ein schwarzes Loch. Okay, dann nehmen wir hier, jetzt kriegen wir den Bohnenkrieger. Ja, den Bohnenkrieger. Und wir haben einfach
ich glaube höchstens eine Fusion mit so einem komischen Bestienviech, was wir mit einem Feuerviech fusionieren können, um die wahrscheinlich bekannteste Karte nach dem doppelköpfigen Donnerdrachen. Dönerdrachen, ich wollte Dönerdrachen sagen, alles klar. Nach dem doppelköpfigen Donnerdrachen wäre nämlich der Flamen-Cerberus. Der wird auch vielen, vielen am Begriff sein. Ich denke, in Kapselmonsters habe ich das auch erwähnt. Was fange ich mit euch an? Weg, ihr Wassermonster. Kein Mensch braucht euch. Da, mit nichts können die fusionieren. Ich habe schon oft das Spiel gespielt. Ich habe es auch schon oft neu gestartet. Ich wollte jetzt nicht fürs Let's Play, zumindest für das Video. Wir wissen ja nicht, ob es ein richtiges Let's Play wird. Das liegt natürlich an euch, meine Freunde. Schon oft geresettet und viel bessere Decks gehabt, aber noch nie so ein beschissenes Deck, muss ich halt ehrlich sagen. Ich denke, es gibt 2, 3, 4, 5 Decks, mit welchen man ziemlich gut durchkommt, aber ich habe hier wirklich, ich glaube, da werden mir auch einige zustimmen, das Schlimmste vom Schlimmsten bekommen. Zum Beispiel hier, ganz kurze Logik, das hier ist ja ein Dämon, oder? Es hat aber eine Kerze auf der Karte. Deswegen kann ich dieses Monster, wenn mich nicht alles täuscht, das möchte ich so unbedingt probieren eigentlich, mit einem Bestienmonster fusionieren und daraus entsteht dann der Flamen-Cerberus, was für mich absolut keinen Sinn ergibt. Aber okay, testen kann ich jetzt leider nicht. Wir werden aber noch dazu kommen. So, damit hätten wir Teana besiegt. Okay, damit hätten wir Teana besiegt. Aber richtig besiegt. Und mit wie vielen Sternen gehen wir da raus? Okay. Der Zonenfresser, interessant. Autsch. Ich fürchte, ich habe verloren. Naja. Wir spielen noch einmal, wenn ich etwas besser bin. Dann reden wir mal mit jemand anderes. Bis später. Unten am Startplatz ist heute eine Menge los. Aber wir spielen lieber hier Karten. Wie immer. Hast du Lust auf ein Spielchen? Komm schon, nur ein Spiel. Ja klar. Okay, spielen wir. Mal schauen, was wir bekommen. Nein! Mag ich nicht. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Warum? Das Spiel macht es mir wirklich nicht einfach, Leute. Aber überhaupt nicht einfach. Aber ja, so. Was haben wir hier Gutes? Mhm. Ich befürchte, hieraus wird nichts entstehen. Möglicherweise so, da das hier so ein Wasserkrieger irgendwo... Ich nehme alles zurück. Das meine ich. Versucht alle Fusionen, dann wisst ihr, was funktioniert und was nicht funktioniert. Bei mir funktioniert gerade so ziemlich gar nichts, weil ich so unlucky bin. Okay. Vielleicht eine Art gefallener Engel? Nö. Ah ja, es gibt auch Sternzeichen. Die werde ich dann bei der nächsten Beschwörung vom nächsten Monster noch einmal genauer zeigen. Mit denen kann man dann sich nämlich einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Monstern holen. Ihr könnt das so sehen wie in Kapselmonsters auf dem Kanal. Feuer ist stärker als Wald. Wasser ist stärker als Feuer. So gibt es auch hier einen Vorteil, welcher dem stärkeren Monster 500 Angriffs- oder 500 Verteidigungspunkte gibt bei einem Angriff. Und ja, schauen wir es uns noch einmal an. Wie die genau funktionieren, keine Ahnung. Da haben wir die Schutzsterne. Einmal Mond, einmal Saturn, Mond. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Bonus haben. Ihr seht es jetzt hier bei dem Menü, was aufpoppt. Da steht ja Schutzstern dabei. Wenn das in Gold leuchtet, haben wir den Boost. Wenn es in Rot leuchtet, hat der Gegner den Boost. Wobei sie es noch einmal viel schwieriger hätten machen können, wenn sie das nicht im Vorhinein gezeigt hätten. Obwohl die gegnerische Karte verdeckt liegt. So hätte man es wahrscheinlich noch schwieriger machen können, aber ich denke, das wäre etwas zu viel gewesen für damals. Und für das Spiel generell etwas viel zu viel gewesen. So, aus dir könnte möglicherweise jetzt Nekogal entstehen. Nein, warum passiert hier nichts?
Wie viel Pech kann man in den fucking Karten haben? Normalerweise sollten hier jetzt drei doppelköpfige Donnerdrachen stehen, aber nein, wir laufen halt mit einem Skellengel, einem zornigen König der Meere, der nicht so zornig sein kann, weil er von jedem Monster gefühlt vernichtet werden kann, und noch zwei anderen Mistviechern auf dem Feld rum. Laufen wir rum. Ja. Ist ja auch egal. Na, immerhin ein etwas stärkeres Monster. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das ausgeht und ich möchte jetzt nicht nachrechnen, deswegen greife ich mit dem schwächsten Monster auf dem Feld an. Und dadurch sollte es sich hoffentlich ausgehen. Hätte ich jetzt mit dem Monster mit dem stärksten angegriffen, wäre es sich nicht ausgegangen. Der Gegner hätte am Ende noch 150 Lebenspunkte gehabt. Somit war es doch eine gute Entscheidung, aber komm, gib mir ein gutes Monster. Okay, Doppelgängerin der Königin. Okay, das könnte so ein Feenmonster sein, welches gut für Fusionen ist. Gut, gut, spielen wir ein andermal weiter. Next one. Hey, hast du irgendwelche seltenen Karten? Ich habe neulich eine verdammt gute Karte gefunden. Wenn du mich schlägst, schenke ich sie dir. Aber wenn du verlierst, bekomme ich eine deiner Karten. Ja klar, okay. Okay, spielen wir. Naja, theoretisch, wenn wir verlieren, ist eigentlich Game Over und wir haben auch nicht gespeichert. Die ist gut. Für Fusionen. So. Dich braucht kein Mensch. Rein mit dir. Damit können wir schon die eine oder andere Fusion dann wenigstens machen. Aber let's see, let's see, let's see. Lego. Dann starten wir auch gleich mal, obwohl. Nein, dann machen wir es. Nein, da kommt der Bohnenkrieger wahrscheinlich raus. Obwohl es eine Frau ist. Okay, ich teste es. Seht ihr, was ich meine? Das ist ein Kriegermonster. Aber weil es auf der Karte eine Frau ist, ist es zu dem Viech geworden. Das. Man muss die Typen beachten und meiner Meinung nach die Bilder, weil anders ergibt es ja keinen Sinn. Und meiner Meinung nach sollte ein Käfer und ein Krieger einen Käferkrieger geben, aber. Ihr seht es ja selbst. Na gut, wenigstens haben wir ein starkes Monster jetzt auf dem Feld und der hat einen Zombie-Ritter Bayernhard verdeckt gelegt. Zum Glück hatten wir im ersten Zug eine gute Fusion auf der Hand, weil ansonsten hätte es etwas blöd ausgeschaut. Und jetzt kommt der nächste Zombie-Krieger. Ja. Mit einem Schutzstern. Da haben wir es nämlich. Statt 1000 hat es nun 1500 Angriffspunkte gehabt. So. Dich könnten wir mit dem Cyberstein fusionieren. Weil davon gehe ich sehr stark aus. Dann sollte möglicherweise das Cybersauri entstehen. Und wir haben jetzt den Schutzstern. So. Fuck you. Und dann geht's noch einmal direkt auf die Lebenspunkte. Ups. Gerade sind die Duelle halt noch nicht ganz so spannend, die werden aber noch im weiteren Verlauf, für die, die das Spiel nicht kennen, verdammt schwer und verdammt fordernd. Und da haben wir, okay, den. Wie heißt das Monster hier? Das ist ja Tiefenwasser. Gezeitenfisch, okay, und da haben wir endlich etwas. Eine Fusion, und zwar bekommen wir den. Wie heißt der flammende Höllenhund? Flammender Höllenhund, okay, ich kenne ihn halt als Flammen Cerberus. Ist ja auch egal. Und wie heißt die? Königin Herbstlaub. Die heißen doch nicht alle so, oder? Halt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht so heißen. Aber gut, so, was haben wir hier? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Bekommen wir einen untoten Dinosaurier? Nö, bekommen wir nicht. Aber wir gehen auf Safe und greifen mal mit ihm an. Und
gewinnen auch dieses Duell. Das war eigentlich der bis jetzt stärkste Gegner, aber gegen den hatten wir die wenigsten Schwierigkeiten, weil wir eben eine gute Fusion auf der Hand hatten. Und nur ein B-Rang, Pot der Trickser. Ich glaube, das ist ein Erdemonster. Ich denke schon. Du hast gewonnen. Tja, damit schulde ich dir eine Karte. Mit jemand anderen reden. Redest du mit mir, Kleiner? Ich bin beschäftigt. Es sei denn, du willst mich herausfordern. Okay. Okay, Junge. Spielen wir. Mal schauen, wie wir uns gegen den alten Knacker schlagen werden. Ja, mit dem Monster kann ich arbeiten. Nur mit euch kann ich nicht arbeiten. Raus mit euch. Bitte. So. Mal schauen, was jetzt auf uns warten wird. Die Sache ist halt, kann ich da noch speichern? Okay, das schaut hart belastend aus. Oh mein Gott. Vielleicht entsteht ja aus den letzten zwei etwas. Nein. Das Glück ist nicht auf meiner Seite. Mit einem Schutzstern und 1200. Wenn ich jetzt verliere, ist das Spiel eigentlich vorbei, weil ich ihn nicht gespeichert habe. Und das schaut gar nicht gut aus. Ich muss alles wegballern. Und so kann man auch zufällige Fusionen sehen. Könnte man. Und gerade hat's geleckt. Mist. Das nächste Monster ist ja auch stark. Na toll. Komm schon, ich brauche etwas Starkes und... Nee. Irgendwas sagt mir, dass das mein Monster angreifen kann. Ja. Deswegen habe ich jetzt den Schutzstern geändert, weil ich denke, unser erstes Monster hatte auch den Schutzstern Sonne. Und er fusioniert am Feld. Und es kommt Nekogal 2. Okay. So. Das könnte hinhauen. Fuck, das war eins zu früh. Pumpkin. Nein! Nein! Ich hab's zu spät gecheckt, dass da der Pumpkin-Geisterkönig rauskommt. Schwarzes Loch habe ich auch weggeballert. Wir haben noch Anzug. Das gibt es ja nicht. Wenn wir jetzt Pech haben und der Gegner ein etwas stärkeres Monster bekommt, war's das. Die Wahrscheinlichkeit ist... Bruder, was? Was? Es gibt nur noch ein Monster, was uns jetzt retten kann, und das ist der flammende Höllenhund. Fick dich, Spiel. Wir haben verloren. Und wie wir verloren haben. Aber gut, damit hätten wir es dann auch gleich mit dem Video. Aber ja.
sagen wir es mal so, das ist ja nur ein guter Testlauf. Wir wollen ja sehen, wie es am Kanal ankommt. Und wenn es gut ankommt, starten wir das Spiel natürlich mit einem vielleicht etwas besseren Deck noch einmal neu. Denn jetzt haben wir offiziell verloren. Und das Spiel ist hinüber. Aber was ich jetzt noch machen werde, ist, ich denke, möglicherweise habe ich meinen alten Account hier noch, mit dem ich zuletzt vor Ewigkeiten gespielt habe. Schauen wir mal nach. Okay. Ja, Jüngchen, ich habe gewonnen. Los, schiebe eine deiner Karten rüber. Und was passiert? Game over. Und ohne zu speichern ist es halt hart belastend. Egal. So, schauen wir mal. Habe ich hier noch etwas drauf? Ja, ein freies Duell. Dann zeige ich euch mal mein altes Deck. Und wie zeige ich euch das am besten? Ich bin halt ziemlich weit gekommen, schätze ich mal. Nein, nicht ganz so weit. Aber gegen den habe ich mich halt ziemlich oft duelliert. Und jetzt gehen wir mal gegen den Duellmeister K. ins Duell. Und ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe keine Ahnung, was ich noch im Deck von damals hatte, aber ich habe jetzt ziemlich viele gute Geilkarten drin gehabt. Und das könnte ein spannendes Duell werden. Ah, eine meiner Lieblingskarten. Die Bikuri-Box. Aber wir starten halt schon mal mit dem Doppelköpfigen. Jawohl. Mal schauen, was unser exaktes Ebenbild für uns parat hat. Nichts. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir auch mit der Bikuri-Box rein. Und da haben wir auch auf der anderen Seite die Bikuri-Box. Ihr wisst es ja aus Kapselmonsters. Pegasus. Absoluter Goat-Charakter für mich. Ich liebe ihn über alles und die Bikuri-Box ist halt ein absolutes Muss für mich gewesen. Genauso auch natürlich Hiregumo, weil man spielt Forbidden Memories nicht ohne Hiregumo. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das muss jeder einhalten und das macht man auch einfach so, weil das eine verdammt günstige Karte ist. Wo wir schon von Hiregumo sprechen, da hatten wir Hiregumo. Das Spiel hört mir zu, ich sag's euch. Deswegen habe ich auch das letzte Duell verloren, weil ich mochte die Karten gar nicht. Aber gut, mal schauen. Ja, es kommt keine Fusion. Wir haben gewonnen. So, dann holen wir uns hier noch diesen komischen Phönixvogel mit 2300. Ja, das ist auch ein verdammt starkes Monster. Und ich hätte gesagt, wir werden das Ganze mit der Bikuri-Box beenden. Übrigens gibt es in dem Spiel auch Animationen. Das habe ich sogar voll vergessen euch zu zeigen. Mal schauen, ob wir es so vorzeigen können. Nein, tatsächlich nicht. Dafür müsste man ein Monster angreifen. Ein direkter Angriff, da gibt es keine Animation. Aber wenn man mit einem Monster das andere Monster vom Gegner angreift, gibt es eine Animation. Und damit hätten wir Duellmeister K besiegt. Was in dem Fall einfach nur wir selber sind. Und ja, übrigens, warum ich gegen ihn gekämpft habe so oft, das zeige ich euch jetzt noch auf die Schnelle. Für euch da draußen, wenn ihr das Spiel gerade spielt oder wann immer ihr es spielen möchtet. So, man bekommt von ihm nämlich den Wechselspiegel. Egal mit welchem Dämon man den Wechselspiegel fusioniert, kommt dabei der herbeigerufene Totenkopf raus. Der Beauftragte der Dämonen. Deswegen habe ich es mich so oft gegen ihn duelliert und es ist halt so eine niedrige Droprate, dass man eben die Karte bekommt. Aber ja. Damit, Leute, hätten wir es für das Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, je nachdem wie die Aufrufe natürlich sind und euer Feedback. Kann ich mir gerne überlegen, eine ganze Serie daraus auf dem Kanal zu machen, aber das werden wir natürlich noch alles sehen. Aber gut, ich bedanke mich an alle, die dabei zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, kommentiert auch liebend gerne das Video und somit sehen wir uns dann, möglicherweise, in einem weiteren Part. Bis dann!